Wir starten jetzt. So, Dankeschön. Also, ich darf Ihnen Cleanit vorstellen. Cleanit Software. Die Zielgruppe sind Firmen der Gebäudereinigung. Hintergrund ist, dass seit einigen Jahren in mehr und mehr Ausschreibungen ein Qualitätskontrollsystem gefordert wird, was Cleanit einsetzt. Auf dem bestehenden Markt gibt es relativ wenig Systeme, mit denen man sowas machen kann. Die sind papierbasiert, Excel-basiert. Es gibt digitale Lösungen, die aber stark an der Usability noch Probleme haben. In dem Umfeld haben wir Cleanit entwickelt, 2016. Wir verkaufen das erfolgreich über verschiedene Wege und ermöglichen damit Gebäudedienstleistern, ihre Prozesse digital abzubilden. Kernthema des Ganzen war erstmal primär die Qualitätskontrolle. Das heißt, wir beantworten die Frage, welcher Raum ist sauber, welcher Raum ist schmutzig. Wir können das gezielt messen und eine Zahl am Ende des Monats den Dienstleistern bereitstellen, die damit sagen können, okay, wir sind zufrieden, wir sind nicht zufrieden mit der Dienstleistung. Neben der Qualitätskontrolle decken wir inzwischen mehr und mehr Prozesse digital ab. Wir machen Zeiterfassung der Mitarbeiter, wir machen Kommunikation über Ticketsysteme mit dem Kunden, wir machen Schulungen der Mitarbeiter online und auch mobil über Video. Und da versuchen wir halt in die Unternehmen reinzukommen mit dem Ansatz, wir decken das Thema ab für die Qualitätskontrolle und dann in Kommunikation mit dem Kunden mehr und mehr Themen einfach abzudecken, sodass wir auch helfen, die Gebäudereiniger ins digitale Zeitalter zu überführen. Gut. Super! Ja. Der Herr Schnee hat ja jetzt ein großes Gebäude. Sie haben sich bestimmt schon mal umgeschaut. Was wäre für ihn sozusagen jetzt der Grund, bei Ihnen zu kaufen? In der Größenordnung eher selten. Meistens ist es dann zum Beispiel so, der Gebäudereiniger, der würde sich die Software anschaffen, um sich an Ausschreibungen beteiligen zu können, wo es gefordert ist. Oder halt, um dann sagen zu können, es gibt einmal einen Termin im Monat zum Beispiel mit Ihnen, mit Ihrem Gebäudereiniger, wie schaut die Qualität aus? Und dort kann man dann beweisen, okay, das sind die Kontrollen, die Tests, die Stichproben, die wir gemacht haben. Das sind die Ergebnisse mit Fotos und so schaut es aus. Und wir haben uns in den letzten 3 Monaten so und so verbessert natürlich in der Qualität. Super, dann müssen wir mal einen Kontakt herstellen zum Facility Management der Technischen Hochschule Ingolstadt. Gut, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.